Grüß Gott und herzlich willkommen beim Bürgertreff Gesundheit Isernhagen. Heute zu einer neuen Sendung in unserer Sendereihe Heilung gegen alle Regeln, Wege zur Gesundheit zum Thema Jod, das missverstandene Element. Wir gehen neben den Bildschirm dazu. Und hier unsere Homepage Bürgertreff Gesundheit Isernhagen. Wir scrollen hier rechts runter, bis wir die Unterseite des Bürgertreffs finden, wo wir das abgelegt haben, Bürgertreff Gesundheit Isernhagen. Dann scrollen Sie weiter runter, erst Pfarrer Kneipp, dann unser Standardwerk Holistischen Gesund von Benjamin Weidig, Rette sich wer kann von Sven Böttcher, unsere Homepage Heilung gegen alle Regeln. Und dann kommt auch schon sehr schnell nach unserem amerikanischen Partnerorganisation Plan Pure Nation gibt es dann hier Jod, Schlüssel zur Gesundheit von Kira Kaufmann. Da gibt es ein YouTube-Video, dieses Buch. Und da können Sie einiges sich anschauen. Wir gehen mal aus dieser Seite raus und gehen auf unsere YouTube-Seite Heilung gegen alle Regeln, Wege zur Gesundheit. Da gibt es eine neue Playlist, Jod als Gift. Herzlich willkommen auf Holistisch Gesund. Ich mache mal den Ton weg. Am Anfang haben Sie also zwei Videos. Wir gehen mal auf die Übersicht und schauen uns das an. Da gibt es also von Benjamin Weidig zwei Videos und dann einige Videos auf Deutsch und dann einige Videos auf Englisch. Und das heutige Video hat nur die Funktion, Sie darauf hinzuweisen, dass es sich lohnen könnte, sich mit diesem Thema intensiver auseinanderzusetzen. Ich persönlich habe aufgrund dieser Information mein Verhältnis zum Jod völlig umgestellt und nehme seit Jahren jetzt 12.500 Mikrogramm Jod, wobei Ihr Hausarzt dann vor Schreck in Ohnmacht fällt. Aber da ich eine orthomolekularmedizinisch versierte Ärztin habe, ist sie halt nicht in Ohnmacht gefallen. Wir gehen mal wieder aus dem Bildschirm raus. Also Sie können sich, wenn Sie sich informieren, dann anhand dieser Informationsquellen substanziell und fachlich korrekt über Jod informieren. Und für heute herzlichen Dank fürs Vorbeischauen und auf bald.